Heute habe ich mal etwas Neues für euch, was ich euch vorstellen will, wodurch unser Betrieb noch nachhaltiger werden soll. Und zwar ist das dieses 99 kW Hofkraftwerk. Hier sieht man jetzt den Fermenter. Dort ist das Gärsubstrat drin, was ständig auf Temperatur gehalten wird und immer wieder mit Futterresten und Mist sowie Gülle beschickt wird. Hier auf dem Schaubild kann man es noch einmal sehr gut erkennen, wie der Kreislauf funktioniert. Die Kühe liefern Gülle und Mist und zusammen mit den Futterresten geht das dann in den Fermenter, wo die Bakterien dann arbeiten und Methangas herstellen. Das wird dann verbrannt und zu Strom und Wärme umgewandelt. Und die Gärreste bieten auch nochmal einen sehr, sehr guten pflanzenverfügbaren Nährstoff. Die Gärreste sind besser pflanzenverfügbare Nährstoffe als die normale Gülle und können somit als wertvoller Dünger nochmal effizienter eingesetzt werden als herkömmliche Gülle. Und damit bekommen wir wieder, um den Kreislauf hier praktisch zu schließen, der Pfeil fehlt hier eigentlich auf der Darstellung, wieder sehr gutes Futter für unsere Tiere, die dann wiederum über Gülle und Mist dann die Substrate für die Biogasanlage bzw. für das Hofkraftwerk bilden und somit den Kreislauf hier schließen. Wir können damit 206 Haushalte mit Strom versorgen und wahrscheinlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Wohnhäuser auch mit Wärme. Von hier wird täglich in mehreren Etappen die Gülle zum Fermenter rübergepumpt, wo sie dann von den Bakterien verarbeitet werden kann. Hier am Feststoffeintrag wird auch gerade Mist und auch Futterreste in den Fermenter über die Schnecke hinein befördert. Am Schauglas am Fermenter sieht man, dass jetzt gerade das Rührwerk arbeitet, um den Feststoff, also Futterreste und Mist, die gerade hineingeleitet werden, auch gleichmäßig in das Substrat einzuarbeiten. Wenn man genau hinsieht, sieht man diese schaumige Schicht oben drauf. Das sind ganz viele Gasbläschen, wo sich Methangas bildet. Hier auf dem Schaubild kann man jetzt alle Werte und alle Füllstände weiter verfolgen, die im Gärrestlager und im Fermenter gerade vorherrschen. Hier sieht man zum Beispiel anhand dieser grünen Markierung, dass jetzt halt gerade das Rührwerk läuft und der Feststoffeintrag arbeitet, also da gerade Feststoff in den Fermenter geleitet wird. Man sieht auch, dass die Temperatur hier bei 41 Grad ist. Der Fermenter ist isoliert und wird auch beheizt, damit die Temperatur immer auf 40 bis 41 Grad ist, damit die Bakterien auch sehr gut arbeiten können. Es wird auch ständig Gas rübergeleitet ins Gärrestlager. Das Gärrestlager ist auch gasdicht abgeschlossen und somit haben wir immer einen gleichmäßigen Gasertrag. Das ist sozusagen auch ein Gasspeicher, der dann hier im BHKW dann umgewandelt wird, also wo das Gas dann umgewandelt wird, sozusagen durch das Verbrennen in Strom und Wärme. Von der Vorgrube wird auch regelmäßig Gülle in den Fermenter rübergeleitet. Und hier kann man dann ganz genau sehen, dass immer 6 Kubik in 4 Etappen pro Tag in den Fermenter geleitet wird und am Ende des Tages dann 23 Kubik Gärreste vom Fermenter ins Gärrestlager gehen. Ja, mit diesen Einblicken in unsere nachhaltigen Veränderungen auf unserem Milchviehbetrieb verabschiede ich mich heute wieder von euch. Eure Anita aus dem Oldenburger Münsterland.